Und Verdruss wächst mir jetzt schon zu dick auf mein Geschäftsacker. Ich kann's nicht mehr allein aussitten. Mein seliger Mann hat kurz vorher, als er selig geworden ist, gesagt, ich soll witte bleiben. Wie kann ein seliger Mann so eine unglückselige Idee haben? Die Knechte haben keine Furcht, keinen Respekt. Ich muss ihnen einen Herrn geben, dessen Frau ich bin. Mein Seliger wird den Kopf beideln in die Wolken. Wenn er mir etwa gar als Geist erscheint, und auf einmal hier in mein Zimmer so klopfert bei der Nacht. Ah! Ist ein Unglück geschehen? Oder kehren Sie vielleicht jedes Mal so statt dem Hereinsagen? Warum halten Sie ihn denn am Tisch an? Nein, ich bin nicht jetzt erschrocken. Seltenes Geschöpf. Sie erschrickt, wenn einer anklopft. Sonst ist ein Frauenzimmer nur das schrecklich, wenn keiner mehr anklopft. Der Herr wird sich darüber wundern, dass ich so schwache Nerven habe. Wundern über das Allgemeine? Oh nein, nein. Die Nerven von Spinnengeweben, die Herzen von Wachs, die Köpfe von Eisen, das ist ja der Grundriss der weiblichen Struktur. Recht ein angenehmer Mensch. Und die rauben schwarzen Haare. Ich muss aber doch. Wer ist der Herr und was will der Herr? Ich bitte, die Ehre ist meinerseits. Ich bin Ihr untertänigster Knecht und empfehle mich. Adieu. Hm? Na, diese Rede sagt mir, wann man fortgehen will. Ja, ich aber sag Sie, weil ich da bleiben will. Sie brauchen einen Knecht und als solchen empfehle ich mich. Was? Der Herr ist ein Knecht? Na, zur Gärtnerei verwendbar. Als Gehilfe? Ob Sie mich Gehilfe nennen oder Gärtner, das ist alles eins. Selbst ich setze nur den Fall, wenn es mir als Gärtner gelingen sollte, Gefühle in Ihr Herz zu pflanzen, ich setze nur den Fall, und Sie mich zum unbeschränkten Besitzer dieser Plantage ernennen sollten, selbst dann würde ich immer nur Ihr Knecht sein. Artig ist der Mensch, aber seine Reden sind etwas kühn, etwas vorlaut. Bitte untertänigst, wenn man sagt, ich setze nur den Fall, da darf man alles sagen. Er ist also ein exotisches Gewächs. Ja, nicht auf diesen Boden gepflanzt, durch die Umstände ausgerissen und durch den Zufall in das freundliche Gartengeschirr des Hauses versetzt und hier von der Sonne ihrer Huld beschienen, hofft die zarte Pflanze Nahrung zu finden. Also da fragt sich's vor allem, ob er die Gärtnerei versteht. Ich habe Menschenkenntnis, folglich auch Pflanzenkenntnis. Wie geht denn das zusammen? Sehr gut. Wer Menschen kennt, der kennt auch die Vegetabilien, weil nur sehr wenig Menschen leben und viele, unzählige, aber nur vegetieren. Wer in der Früh aufsteht, in die Kanzlei geht, nachher essen geht, nachher Präferenzeln geht und nachher schlafen geht, der vegetiert. Wer in der Früh ins Gewölb geht, und nachher auf die Maut geht, und nachher essen geht, nachher wieder ins Gewölb geht, der vegetiert. Oder wer in der Früh aufsteht, nachher eine Roll durchgeht, nachher die Probe geht, nachher essen geht, nachher ins Kaffeehaus geht, nachher Komödie spielen geht, und wenn das alle Tag so fortgeht, der vegetiert. Ja, zum Leben gehört sich billig berechnet 1 Million, und das ist nicht genug. Ein geistiger Aufschwung gehört dazu, und das findet man höchst selten beisammen. Wenigstens, was ich von den Millionären weiß, führen fast alle aus millionärischer Gewinnvermehrungspassion ein so fades, trockenes Geschäftsleben, was kaum den blühenden Namen Vegetation verdient. Der Mensch muss die höhere Gärtnerei studiert haben. So dunkel sein Kopf auswendig ist, so hell scheint er inwendig zu sein. Sind Ihnen vielleicht die schwarzen Haare zuwider? Zuwider? Er Schelm wird nur zu gut wissen, dass ein schwarzer Lockenkopf einen Mann am besten lässt. Ah, die Perücken wirkt. Er will also hier einen Dienst? Gut, er ist aufgenommen, aber nicht als Knecht. Er zeigt Kenntnisse, Eigenschaften, besitzt ein vorteilhaftes Äußeres. Perückenkraft wirkt heftiger. Er soll die Aufsicht über das Gartenpersonal haben.
Er soll den übrigen Befehle erteilen. Er soll nach mir im Garten der Erste sein. Ja, die Perücken hat gesiegt. Ich weiß so wenig, wie ich mich bedanken soll, als ich weiß, wie ich zu solchem Glück komme. Nein, die Haare, diese Schwärze, ganz italienisch. Ja, es geht schon beinahe ins Sizilianische hinüber. Ja, meine Mutter war eine südliche Gärtnerin. Weiß er aber, dass er sehr ein eitler Mensch ist? Hm? Mir scheint, er brennt sich die Lotten. Ich würde das nur nicht anrühren. Ich bin sehr kitzlich auf dem Kopf. Närrischer Mensch. Ja, also unter anderem, aber in diesem Anzug kann ich ihn der gnädigen Frau nicht vorstellen. Also gilt bei Ihnen das Sprichwort, das Kleid macht den Mann. Das Sprichwort, durch welches wir uns selbst so sehr vor die Schneider herabsetzen und welches doch so unwahr ist. Denn wie viele ganze Kerls gehen mit zerrissenen Röcken herum? Ja, aber der Anzug hat so gar nichts, was einem Gärtner... Oh, der Anzug hat nur zu viel Gärtnerartiges. Er ist übersät mit Fleck, er ist aufgegangen bei den Übungen an verschiedenen Orten. Weil ich nie ein Paraplü trage, wird er auch häufig begossen. Und wie er noch in der Blüte war, habe ich ihn oft wie eine Pflanze versetzt. Na, das ist dummes Zeug. Geh ja durch das Zimmer in die Kammer hinein. In der Truchen, wo der Zwiefel liegt, findet er den Hochzeitsanzug von meinem seligen Mann. Das Hochzeitskleid des Verblichenen soll ich anziehen? Hören Sie, da kann ich nichts davor. Wenn Gefühle erwachen, die